Spitzengewehr, was wir mal hatten in den Essential. Essential, ich bin ja schon bescheuert. Ein Testsurfer. Rennen wir ins Lager drüben und gucken mal. Oh, jetzt leckt das mal tüchtig. Tüchtig. Rennen wir in das Lager drüben und gucken mal, ob er da vielleicht ist, ob er sich da versteckt hat. Der Typ, der seine SKS gegen irgendeine bessere Waffe, muss er jetzt eher ausgetauscht haben. Oder hat er eine M4 mitgenommen? Oder hat er eine Mosin genommen? Keine Ahnung. Ich kann gerade, als hätte jemand nachgeladen. Schön 8 geben. Schön ein bisschen dunkel hier. Ja. Das Camp haben sie schon mittlerweile gefixt, eigentlich, dass in den Zelten wieder was spawnen kann. Das müsste man noch so eine Farbe geben. Oder vielleicht patchen die das auch nochmal ein wie. So Schminkstifte, wo man sich sein Gesicht schminken kann, so mit so einer Tarnfarbe, weil so eine Maske ist ja auch ziemlich auf, finde ich. Ich glaube, die haben noch nicht gefixt, dass in den Zelten was spawnen kann. Also wir können ja bloß auf den großen Zelten was spawnen. Augen offen halten. Ich überlege gerade, wo wir eigentlich nach dem Militärcamp hingehen. Da steht ein Zombie. Ich bin fast halber Herzinfarkt wieder. Da kommt auch schon wieder einer. Hol die Axt raus. Das müsste aber getroffen haben. Da kommt dann noch ein Freund. Jawohl. Gucken wir mal. Hallo, es hält sich doch aus einfach. Wir sind auf jeden Fall gut getarnt. Sogar die Mosin hat Tarnfarben. Wenn man die nämlich mit grün und schwarz einsprüht, die hatten wir so eine Tarnung unten drauf. Liegt hier noch irgendwas rum? Ja, da liegt was. Ah, unbedeutend. Unbedeutender M4-Kram. Nichts weiter. Bin ich wieder auf der Leiter? Ja. Komische Kameraeinstellung. Nicht die Fäuste. Da ist ja überhaupt niemand unterwegs. Es sind, glaube ich, auch wenige Spieler gesagt, weniger Spieler. Das kann man halt nicht verhindern. Aber ich habe leider abends wenig Zeit mit 3 Kindern. Das ist ja auch abends immer ein bisschen knapp von der Zeit her. Und deshalb muss man das Aufnehmen etwas auf die Mittagspause mitlegen. Ist ja auch nicht so schlimm. Manchmal komme ich auch abends nochmal dazu. Liegt eine Batterie, nicht besonders gut. Dann werden wir mal die Mäuschen rausholen. Wenn er sie rausholt. Oder sie. Er ist halt der Charakter. Damit es hier keine Missverständnisse gibt. Oh, das ist ein Mannsweib. Und jetzt gucken wir nochmal. Der Typ mit der SKS. Besser gesagt, der mal die SKS hatte. Da steht noch ein Zombie rum. Hier ist die Tür auch auf. Muss man alles abchecken. Ist die Tür dazu? Ist die Tür zu? Nein, die Tür ist auf.
Mich schön gewundert. Ich dachte jetzt, kann doch gar nicht sein, ich war doch vor uns da drin. Ansonsten ist ja auch niemand im Wald zu sehen. Da rennen wir einfach mal quer drüber. Mit Zombie mit Sicherheit. Wir rennen hier rüber zur Baracke. Ja, komm, mach deine zombie-mäßigen Geräusche. Der Barke wird auch nicht mehr viel sein. Ich weiß nicht, wo wir hingehen könnten, dass wir vielleicht ein bisschen so neuen Loot finden oder entdecken könnten. Wir werden einfach mal Richtung eine Stadt laufen. Wir müssen jetzt aus mit Chano. Muss man einen Zombie abschütteln. Und vielleicht finden wir ja ein bisschen von dem neuen Kram, der eingefügt worden ist. Da ist tatsächlich einer. Oh Gott, der hat mich nicht gesehen. Wie könnte der Typ mich nicht sehen? Ich gehe mal zur anderen Seite. Oder weißt du, was noch besser ist? Wir gehen mal in die Büsche. Vielleicht kann man den Typen erledigen. Vielleicht kann man den noch erledigen. Schön langsam. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Ist er? Der ist doch gerade hier lang gerannt. Da ist gerade was hier in der Nähe. Ich nehme an, dass der in die Baracke gerannt ist. Das den Tower. Ach, der Trender. Gut. Das ist gut, schön. Jetzt warten wir mal ab und dann, bis er oben ist, und dann werden wir ihn mal versuchen zu erledigen. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Komm, der geht doch bestimmt auf. Komm. Komm, trau dich. Ich warte einfach mal auf. Ich denke mal, dass er schon noch aufgeht. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, gerade wo er hier rüber gekrochen ist. Checkt bestimmt vorne erstmal ab, ob irgendjemand in der Nähe ist. Es ist ja nicht aufgegangen. Gibt's doch gar nicht. Da ist der gerade, war das der, der gekickt worden ist. Gerade. Ist ja gerade ein Spieler gekickt worden. Rennt ein Häschen.
Oder er hat mich gesehen und wartet jetzt einfach von auf mich, aber das. Da wartet er dann in der Tür. Ah, jetzt ist er oben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hab ich ne? Er lebt noch. Hab ich ihn erledigt? Was? Ach nee. Ach nee, das ist doch genau die gleiche Scheiße wie gerade. Also wie das letzte Mal in der Aufnahme. Ach Gott, ey. Gott, ey. Aber erledigt habe ich noch. Gehen wir mal rauf. Ja, es hat gerade extrem geleckt wieder mal, wie ihr gesehen habt. So, für solche Einsätze habe ich natürlich die Munition. Und die Waffe natürlich. Jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber... Da steht auf dem Präsentierteller. Da hat sich leider nur nach einer Seite umgeguckt. Aufpassen, dass nicht noch einer da ist. Oder dass der noch lebt, aber ich glaube nicht. Schöne M4 hat er. Was ist das? Viel Munition hat er für seine M4. Eigentlich so gut wie nichts, was der hier hat. Hat fast nur Munition mit. Das ist natürlich. Oh, jetzt habe ich ihn aus Versehen versteckt. Naja, egal, ich brauche sowieso nichts von ihm. Tschüss. Aus Versehen versteckt, naja. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, ich habe alles. Was will ich denn noch? Ich werde jetzt abchecken, ob da noch einer nachkommt. Wie gesagt, das hat extrem geleckt. Sonst hätte ich den schon, wahrscheinlich hätte ich gar keine 5 Schüsse dafür gebraucht für ihn. Ich wollte gerade Richtung. Ich wollte gerade Richtung Dingens laufen, Richtung Tscherno, da kam er mir in die Quere. Und der war, ich nehme mal an, dass der auch im Sinn hatte, andere Leute umzubringen. Ich weiß, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen, dass ich den umgebracht habe. Zum Leben erwecken kann ich ihn sowieso nicht wieder. Aber, ja, man kommt halt manchmal auf den Button auch mit Leiche verstecken. Ich hätte natürlich auch liegen lassen können. Für die Nachwelt. Man weiß, wo der gerade hergekommen ist. Aber ich habe da keinen Erbarmen mit. Also, der hätte sowieso geschossen, wenn er mich gesehen hätte. Da wäre nichts gegangen mit Reden. Jetzt aufpassen, dass wir nicht gleich noch an der Baracke hier überrascht werden. Mit seinen Kollegen, der noch nachkommt.